So Leute, es kann schon weitergehen mit Let's Play Haze. Ich bin es, euer MC Muffix. Und ja, wir sind immer noch Shane Carter und da ist ein Freund, ein Rebell. Bro. High five. Ach, du bist kacke. So, wir haben gerade ein kleines Problem. Denn nachdem wir im letzten Part endlich von dem Hotel und dem bösen Stand da weggekommen sind, wird jetzt das Rebellendorf angegriffen und wir müssen die Metal-Soldaten vertreiben. Der mit seinen blöden Leuchtfackeln. Ganz ehrlich, der immer mit seinen Leuchtfackeln. Das sind Leuchtfackeln. Ich sehe diese Kackleuchtfackel nicht. Was hat der da gerade gemacht? Haben die gerade gekuschelt? Sah irgendwie so aus. So, dann kuscheln wir ein bisschen weiter. So, Leuchtfackeln. Ah, da ist eine. Cool, okay, gehen wir mal da. Oh, das sind sogar vier. Ja, schieß uns nicht, ich tusche. Ich bin auf deiner Seite, Bro. So, Metal. Und sind die Metals, die ich töten soll? Oder sind da gar keine Metal? Das ist er. Bam! Habe ich das gut gemacht oder habe ich das gut gemacht? So. Hey, Freund! Nein, warum habe ich... Hä? Was hat der gerade von schlecht gesagt? Habe ich das jetzt nicht gut gemacht? Jetzt möchtest du mal sterben, so. Killt hier zwei Männer. Oh mein Gott, sind die hart. Oh, diese blöden Shotgun-Heinis, die nerven mich aber echt. Das heißt, jetzt sterbe ich. Warum können die mich eigentlich nicht so aufpäppeln? Wäre praktischer. So, nachgeladen und weiter geht's. So, dann schauen wir mal. Leuchtfackel, Leuchtfackel, Leuchtfackel. Kein Leuchtfackel, aber schauen wir trotzdem mal rein. Gibt's hier was? Muni. Sehr praktisch. Okay, Muni ist immer gut. So, ich dachte, wäre jetzt irgendwas Spektakuläres, denn Leuchtfackel. Da waren wir. Da sind noch Leuchtfackeln. So, aber ganz kurz schauen wir nochmal in das Haus rein. Vielleicht ist ja auch hier jemand, der einfach keine Lust hat, sich hier in Leuchtfackeln zu melden. So, zwei Häuser sehe ich noch. Da. So, der Jorge Gimeno. Ey, das ist mein Name. So. Nicht in das Haus reingehen. Ey, die Tür ist doch offen. So. Was hast denn du, mein Kleiner? Dankeschön. Das ist doch mal ein nettes Geschenk. So, ich behalte sie über die Lobo. Irgendwie gefällt mir die Lobo eigentlich. Die ist echt gut. Weil sie schießt halt um einige schneller und ich finde, man kann mit der eindeutig besser zielen als mit der, mit dem Sturmgewehr. Verfolgt mich nicht. Geh weg. Wo sind wir nicht? Schau, da kommen drei Gegner. Und was machen meine Rebellen? Gehen alle in Häuser und verstecken sich. Ihr seid so cool einfach. Ihr seid einfach so cool. So, ich habe doch noch irgendwo. Leuchtfackeln gesehen, oder? Oh oh. Der hat sich gerade eine Tube Nektar reingehauen. Aber das ist mir wurscht. So, Muni. Und weiter. Ey, wo ploppt der denn daher? Ey, der ist aber echt gerade aus der Luft hierher geploppt. So. Mitgenommen und. Ja, da lang. Wo auch immer da lang ist. Immer in diesem kleinen Punkt. Ah, da hoch, oder? Oder haben wir noch was gesehen? Ach, egal. Scheiß auf diese Liste. Nee, aber ich glaube, wir haben alle gerettet. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Wenn nicht. Sorry, hab euch nicht gesehen. So, was kommt da? Mantel. Warum können wir. Ah, jetzt können wir doch den Ring ansehen. Ah. Von Entfernung ist das Ding nicht so gut. So, erinnert euch an euren Schwur. Ja, mein Schwur. Wir haben keinen Schwur abgelegt. Ha! Ich hab den Panzer gefunden. Irgendwelche Vorschläge? Kommt doch an, wie tapfer du dich fühlst. Panzer? Panzer! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg, bitte, Panzer. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Ich hab keine Ahnung. Egal, ich geh mit meiner Lobo auf den Ross. Lobo! Lobo, mein Ferdi! Werf die! Explodier! Okay, ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, einen Panzer mit einer Lobo alles, mit einem Sturmgewehr alle zu machen. Egal. Lobo! Oh nein. Oh nein. Ich will doch einfach nur diese Mäntelheinis damit ausschalten mit der Granate. Solange schieße ich einfach mal auf die. Hä? Raucht der? Der raucht echt? Aha. Okay, das ist der erste Panzer, den ich jemals in meinem ganzen Leben erlebt habe. In meiner ganzen, jetzt schon 18-jährigen Spiellaufbahn. Den man mit einem Sturmgewehr ausschalten kann. Das gefällt mir. Ey, das ist mal ein guter Panzer. Ein guter Panzer. Ein ganz guter Panzer. So. Ich mach mal einen auf Häuserkampf. Ey, der ist ja echt down. Oh, okay. Du vielleicht nicht ganz down.
Ey, ich hab den echt alleine mit diesen popligen Waffen ausgeschaltet. Das ist echt nicht schlecht, würde ich mal sagen. So, ey, es ist so typisch. Ich denke mal, ich hab's geschafft und auf einmal spawnen da irgendwie 10 von diesen Scheiß. Schaut euch das an! Das ist so lächerlich immer. Ich denke mal, ich hab das Level geschafft und auf einmal spawnen einfach mal so 10 Mantle-Heinis. Das ist so nervig immer. Ja, kotzt mich nicht an. So, du kotzt mich gar nicht an. Du kotzt mich ja noch weniger an. Und du kotzt mich... Ja, und jetzt geht... Jetzt! Bitte ist der Panzer weg. Das hat mich kein Stück gestört. Ich bin jetzt nicht wütend. Du bist ein ganz gutes Spiel. Ein ganz liebes Spiel. Ja, ich tue mir gerade hier meine Fingernägel in Fleisch hauen und mich kratzen und zum Bluten bringen um die Schmerzen. Ah, diese... Ah, es ist so nervig. Fast so schlimm wie auf dem blöden Boot da. Aber ich verstehe es echt nicht. Schau, wir besiegen den Panzer. Erledigen so viel gegen auf einmal. Da kommt ein Funkspruch. Ich denke mal, es ist vorbei. Und auf einmal... Ja, geil! Ja, geil! Und auf was für einer coolen Position ich bin. Du verarschst mich doch einfach so. Puh, ey. Ich hab doch mein MG. Warum benutze ich es nicht? Schände seine Leiche. Dankeschön. Oh, ehrlich, Mann. Es ist einfach so cool. Ich sterbe, hab eh schon voll Probleme. Dann denke ich mir, ja, okay, dann bin ich jetzt irgendwo Gutes halt. Und wo spawne ich einfach mal? Genau da, wo die vier Soldaten mich getötet haben. Und die Soldaten spawnen natürlich auch. Ehrlich, Mann. Ich bin so fair. Es ist so lustig. Es ist so spaßig. Es ist so... Das heißt, kein Freund- oder Orgasmus-Geräusch gewesen. Das ist ein Ich-hasse-alles-Geräusch gewesen. So. Lass mir raten. Da oben sind noch Gegner, oder? Einfach mal jemand mit Raketenwerfer. Was ist hier eigentlich oben? Gehe ich überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Was ist da? Wenn da jetzt ein Raketenwerfer ist... Ich hasse... Ja, du! Du bist das hässlichste Scheißspiel, was es auf dieser Welt gibt. Ja, du bist eine Pissnäcke. Geh aus dem Weg. Ey, Mann, ich suche die ganze Zeit nach irgendwas. Ja, nach irgendeinem Raketenwerfer. Und da muss ich diesen blöden Panzer mit einer Lobo alle machen. Mit dieser popligen Lobo, die irgendwie den Gegnern schon nicht mehr Schaden macht. Aber ein Panzer macht die auf einmal Schaden. Und dann ist da ein Eimer mit Raketenwerfer. Ich muss durch dieses runde Gebäude. Ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Muss ich durch so eine Art rundes Gebäude? Genau, geh hier durch. Der Weg hoch zur Kirche ist auf der anderen Seite. Ich verzweifle. Jetzt habe ich eine Pumpgun. Aber die Kunden, nein. Nein. Oh, bitte, bitte, lass das eine andere Waffe sein. Irgendeine andere Waffe. Ich hasse die Pumpgun. Oh, das ist mein Logo wieder. Gut. Oh, aber das war echt nervig. Was war denn mich jetzt schon irgendwie wieder ab? Ich, ganz ehrlich, ich gehe irgendwo hin. Auf einmal schießt Gott und die Welt immer auf mich. Ehrlich, Mann. Ich habe echt noch nie in einem Shooter, also wirklich noch nie in einem Shooter so schnell, so unbegründet viel Leben immer verloren. Und du hast eine Granate auf mich gekommen. Du hast eine Granate. Geht da weg, geht da weg. Ah, oh, wie schön ausgewichen. So, jetzt können meine Teamkollegen mal die Gegner töten. Ich habe keinen Bock. Ich rush da jetzt einfach durch. Wow. Nein, du tötest ihn nicht. Also, und was machen die eigentlich? Die haben keinen Bock. So. Zack. Also, ihr wolltet die töten. Wird mir stinken. Ihr seid halt scheiße. Oh, diese Mantle-Heinis. Ja, ja, ich bin cool, ich weiß. Und trotzdem motzt ihr mich alle an. So. Ja, ja, für, warum nicht für Maxi? Warum schon niemand jemand für Maxi? Ich brauche meine Armee. Oh, ey, Mann. Okay, aber hätte ich so eine Armee, dann würde ich echt weinen. Also, von den Trotteln... Grässlich einfach. So, wo geht es denn weiter? Hallo? Hallo, mein Freund. So, ich glaube, wir sind bei der Kirche angekommen, oder? Ist da ein totes Kind? Sorry, totes Kind. Ja, die Mantle-Heinis, die machen von nicht Stopp. Nicht mal für Kindern. So, track, weg und... Lebst du? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse dich einfach mal in Ruhe. Oder vielleicht kotzt das Kind. Ich hoffe, es kotzt einfach nur. Keine Kinder töten hier, sowas ist grausam. So, da ist ein MG-Munition. Die können wir gut mitnehmen, sehr schön, danke. Und jetzt ist die Frage, wo geht's lang? So, da hoch, ja doch, da hoch kommen wir. Geil! Ich fühle mich gerade irgendwie so Mirror's Edge mäßig. Aber ich weiß auch nicht warum, ich bin irgendwie einen Meter hochgesprungen, das ist jetzt nicht so besonders. Aber trotzdem, das hat mir jetzt gefallen. Was für eine Abkürzung.
Okay, wo zur Hölle bin ich? Ich habe nicht die geringste Ahnung. So, das ist ein Messer. Ich habe echt nicht die geringste Ahnung, wo ich bin, wo ich lang muss, was ich tue. Okay. Ja, cooler Spawn einfach mal. Jetzt geh mir aus dem Weg. Geht mir aus. Ihr seid die Geißenrebellen. Stellt euch mir in den Weg, damit ich nicht runtergehen kann. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich einfach. So, aber es sind echt die coolsten Rebellen. Stellen sich mir da einen Weg. Ich laufe damit halbtot runter und was man die stellen sich einfach davor, dass ich nicht weiter kann. Ach, ihr Rebellen, ihr seid einfach so schön, so freundlich. Was ist hier? Bin ich da? Ja, hier ist doch der Marktplatz. Hier waren wir doch und haben da Pesci und so. Warum bist du gestorben? Hä? Hä? Ich bin gar nichts mehr. Ich gebe auf. Keine Angst, Männer. Heute kämpfen wir für das Gute. Dafür lohnt es sich wirklich zu sterben. Bewegt euch, verteilt euch. Sie werden kommen. Shane, du hast es geschafft. Die Mantell sind auf dem Weg hierher. Wir müssten diese Stellung hier für den Hubschrauber halten oder wir sterben. Hier, nimm diese Granaten. Grab sie bei den Eingängen dort unten ein. Das sollte eine hübsche Überraschung für sie geben. Hast du mir die gegeben? Ich weiß es nicht. So, das mit den Granaten habe ich auch beim letzten Mal nicht verstanden. Also ich glaube einfach, wir können das den hier, also das habe ich auch noch nie gezeigt. Man kann Toten, also man kann halt den Leichen, kann man Granaten einpflanzen. Ist ganz praktisch, aber irgendwie bringt es einem nicht so viel. Also ich weiß, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das so geht, aber naja. Aber ich weiß hier einen coolen Standort, also zumindest wo ich mich das letzte Mal verkammelt habe. Und wo ein hübsches MG ist, ja, weil jetzt nach einer Weile kommen dann die ganzen Mantle-Hinis und die muss man dann abwehren. Und dafür geht man am besten nicht an das MG, was ich hier in der Hand habe, sondern an das. Ja, ich verstehe es mit den Minen nicht, ich habe keinen Bock auf Minen. Ich baller lieber mit einem MG. Das MG sieht irgendwie voll schlecht aus. Und das ist halt so geil, der Typ, ey, das war auch beim letzten Mal so, als ich, also wie gesagt, ich habe das ja leider schon mal alles aufnehmen. Die Typen stellen sich einfach aus Prinzip immer vor mein MG. Sieht immer so cool aus. So, dass ich nicht sehe, dass ich sie, einer hat es so geschafft, sich in mein MG zu buggen. Das war der coolste. Und dann habe ich die ganze Zeit dann abgeschossen, bis irgendwann mal gestorben ist. Ach Leute, das muss ich einfach mal hochladen, weil es einfach so cool aussah. Da habe ich mir so einen abgelacht. Ah, ey, das war schon eine glorreiche Aufnahme, aber das ist auch eine glorreiche Aufnahme. Ich treffe nur leider keinen einzigen Gegner, oder? Ja, ich treffe keinen einzigen Gegner, sehr gut. So. Wie wäre es mal, wenn ihr Typen einfach mal runtergeht und euch für mein MG verpissen würdet? Ich bin sicher, ihr könnt da runterlaufen. Oh, warum konnte ich Befehlen geben oder so? Geh doch von meinem MG weg. Das ist meins. Ich sehe keinen einzigen Mantle-Heini, aber egal. Da ist einer. Ah, da sind sogar mehrere. Zack, ach, machen wir es mit der Lobo. 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 Und aller guten Dinge sind drei. Lobo. So, Gegner besiegt, hässliche Textur angeschaut und weiter geht's. Hä? Was ist los? Ich kann nicht... Ah, jetzt kann ich wieder hinter. Okay, gut. Ich komme irgendwie gerade nicht hinter... Wow. Was war das? Oh nein! Also mit dem Raketenwerfer! Schieß! Ist er down? Der ist down. So, gut. Entschuldigung, hab mich verstockt. Diese Typen nerven mich. Geh weg, das ist mein MG. Holt euch ein eigenes. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Jetzt geht weg von hier. So. Das ist kein Gegner. Ey, das. Ganz ehrlich, ich hab. Hier sagt ihr, ja, da kommen ganz viele und die sind am wenigsten Gegner. Ich habe bis jetzt in dieser Stadt mehr als 100 von denen, 100 mal so viel wie hier getötet. Ach, egal. Soll ich jetzt mal runtergehen? Ich werde, wenn ich jetzt runtergehe, dann spawnen einfach mal 1000 Gegner. Hä? Warum? Was kann ich da verminen? Ich blick's nicht. Ich will es gar nicht verstehen. Ich will es wirklich nicht verstehen. So, da ist Raketenwerfer-Muni. Das heißt natürlich, es kommt bald irgendein Helikopter. Ist ja typisch. Ich geh jetzt hier einmal runter. Hallo? Da ist der Assi. Und wegen dem geht's nicht weiter. So, Assi ist weg. Und wieder hoch. Schlagen den Angriff der Soldaten zurück. Juhu! Ein Hubschrauber wird uns abholen. Er wird uns zum Beobachtungsposten hochbringen. Beenden wir es.
wir. Unser guter Freund Duval ist also wieder da. So, das heißt, wir müssen ihn jetzt eliminieren. Aber ich habe diesmal keine Lust, den wieder hier mit meiner Lobo alle zu machen. Und deswegen holen wir uns hier gleich mal ein bisschen schwereres Geschütz. Und wir haben es ja vorgesehen, da war eine Kiste mit Raketenwerfer. Wie gesagt, wenn ein Heli kommt, ist der Eimer mit Raketenwerfer nie weit entfernt. So. Hallo? Scheiße. Oh, geh doch in das... Oh, du bist so... Oh. Unbegabt bist du einfach. Tatsächlich, wie konntest du bitte beim Mantel angeheuert werden? So. Schieß mal, trifft die jetzt? Du musst treffen. Ich weiß gar nicht, ob das Ziel Raketen eigentlich sind, aber es sieht ganz aus so. So. Und die Wölchen Nummer 2. Kommt gleich hinterher. Und der Wölchen, da ist die Nummer 3. Und möchtest du die Nummer 4 auch noch haben? Immer wieder gerne. Bitch. So. Jetzt, oh, mein Weg. Hä? Ich habe mich schon wieder hier verpackt, an der gleichen Stelle wie gerade eben. So, wo habe ich hier, wo habe ich die Raketenwerfer-Muni hier? So, oh, Duval, hat es wehgetan. Hat es wehgetan, du Kleiner. Du Kleiner, ihr könnt euch denken, was ich über den denke. So, ist er weg? Ich glaube, er ist weg. So, in mir, du wirst Langschiff erfüllt. Und das heißt, wir können uns mit Meridian treffen und ihr Heinis könnt mir aus dem Weg gehen. Ich habe Raketenwerfer. Jetzt baller ich einfach weg, wenn ihr mich nervt. So. Ich hatte aber jetzt ehrlich gesagt mein Lobo wieder, aber die ist weg. Super! Leute, ich würde sagen, bevor wir jetzt mit Merino Boy reden, machen wir erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei. Hey, bis dann, euer MC Muffix. Oh, jetzt kann ich meinen eigenen Namen schon aussprechen. So, bis dann, ciao.